Wusch! Da bist du ja. Bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Seide an Seide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich hab meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Bordavishko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten, direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Bordavishko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich... Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Das Abenteuer ruft, Rufus. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Oder das. Hey, ich wollte mit Poki reden. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Portafisco. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Auf zur Polkappe! Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Sehr schön. Hey, wir dürfen wieder die Kontrolle übernehmen. Und wir haben direkt einen Poki hier. Mag der zufälligerweise Minigames? Ich habe keine Ahnung. Nachdem wir auf dem schwimmenden Schwarzmarkt ja mit einer sehr komfortablen Kartenfunktion navigieren konnten, haben wir jetzt auch im folgenden Kapitel, das auch wieder ein größeres Kapitel ist, keine Angst, nicht ganz so groß und komplex wie der schwimmende Schwarzmarkt, auch wieder eine Übersichtskarte. Diesmal ist es allerdings ganz logisch, wir brauchen sie nämlich auch, weil wir hier unterschiedliche Locations bereisen dürfen. Und zwar den Nabel der Welt, quasi Portafisco, wo wir die obere Aufstiegsstation vermuten. Aber da können wir jetzt noch nicht hin. Dann natürlich die Isla Obacht, eine Insel, unter der immer Gewitter herrscht. Der Nordpol ist möglicherweise hier als Nordpol bezeichnet. Das wäre ein Fehler. Eigentlich ist es nämlich der Nord-Nord-Ostpol, weil, wie wir ja alle wissen, sich bei Dipronia durch die gesamte Umweltverschmutzung und damit einhergehende Abschmelzen der Pole und so weiter auch das Erdmagnetfeld ein wenig verschoben hat. Das heißt, wir haben gar keinen richtigen Nordpol mehr, sondern nur noch einen Nord-Nord-Ostpol. Das ist auch nur noch das, was davon übrig ist. Und dass der hier so komisch nach rechts gerückt aussieht, heißt nicht, dass wir hier sehr weit im Norden sind. Das ist halt der Nord-Nord-Ostpol. Ja. Da staunt ihr was? Schön, den Schwarzmarkt kennen wir ja schon. Links unten übrigens, diese kleine Grafik, das soll die untere Aufstiegsstation sein. Das kann man noch erahnen. Und das Ganze lehnt sich tatsächlich an eine sehr konkrete Vorstellung von der Weltkarte von Dipronia an, die ich schon sehr früh hatte. Keine Ahnung, wo ich die hergenommen habe in meinem Kopf. Aber ich war immer der Meinung, Dipronia müsste genau so aussehen. Natürlich ein bisschen höher aufgelöst als jetzt hier in 8-Bit. Aber das ist natürlich auch nur der Bereich ums Rostrote Meer. Hey, ich darf Poki gar nicht angucken. Ich darf nur mit ihm sprechen. Och, Mann. Ja, Mensch. Was haben wir denn hier? Also, ich muss mir das erstmal alles in Ruhe angucken. Schwimmender Schwarzmarkt, Fragezeichen, Fragezeichen und Bordavishko.
Das ist also Porta Fisco. Die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Eine gute Frage. Oh ja, ich glaube, wir sollten mal mit dem hier reden. Gronk, okay. Ich weiß nicht, wer das ist, wir reden mal mit ihm. Hallo, mein Name ist Gronk und ich heiße euch herzlich willkommen bei diesem lustigen und völlig uninformativen Audiokommentar zu diesem wahrhaft Meisterwerk. Es handelt sich natürlich um Chaos of Deponia, einem weiteren Meilenstein aus der Feder des renommierten und anerkannten, im Genre anerkannten Spiele Maestros, Poki, der hier auch gerade durchs Fenster winkt und grinst und sich freut und jetzt zum Glück mal nicht den Mittelfinger zeigt, wie sonst immer, wenn wir ja Tonaufnahmen, jetzt zeigt er auch den Mittelfinger. Es war ja klar. Also auf jeden Fall, ich muss mich auch gleich nochmal bei Poki bedanken für diese ganz besondere Rolle, die er mir da auf den Leib geschneidert hat, sozusagen. Ich durfte bei Chaos of Deponia, durfte ich ja Goon sprechen, der eigentlich, so hieß es ja, soll er ja quasi von, nein, nicht von aristokratischer Herkunft, aber aus wohlhabender Herkunft sein und ist dann quasi durch den wirtschaftlichen Fall sozusagen, ist er dann letzten Endes in der Gosse gelandet oder halt vor der Gosse, sinnbildlich gesprochen, und hatte die zweifelhafte Ehre, dann auch Rufus kennenzulernen. Und das war ja soweit alles in Ordnung, die Rolle zu sprechen. Ich erinnere mich noch, so, du musst jetzt übrigens Beatboxen. Ja, standst du erstmal da, weißt du, was? Weißt du, musst erstmal drei Kaugummis fressen, damit du ja nicht die Sprecherkabine voll stinkst mit deinem Mundgulli von morgens, weißt du? Und dann auf jeden Fall Beatboxen schon 1000 Jahre nicht mehr gemacht. Zum Glück ging es da noch einigermaßen. Ich hatte dann einen Bodydouble hier im Studio. Das hat zum Glück keiner gemerkt. Der hat das dann alles für mich übernommen, während ich dann draußen rumgefläzt habe in der Sonne. Hier bei den Periscope-Studios übrigens. Viele Grüße an die Jungs. Dann war das so. Ich war völlig unvorbereitet mit dem, was man eigentlich mit mir vorhatte. Das war das allererste Mal, dass ich synchron sprechen sollte, beziehungsweise durfte auch. Und war schon eine interessante Erfahrung und ich glaube, die waren einfach zu nett zu mir. Die Takes waren viel zu schnell durch. Die haben sich bestimmt gesagt, ja okay, wink den mal durch, ist okay. Wir holen dann auch ein Voice-Double, das passt schon. Deswegen hat es mit dem Beatboxen am Ende dann auch noch einigermaßen vernünftig angehört. Der Poki grinst gerade wissend im Hintergrund. Es scheint zu stimmen. Jetzt nickt er das auch noch ab. Ja, ich verstehe. Ja, auf jeden Fall, es war eine sehr lustige Erfahrung. Allerdings muss ich hier gleich noch ein paar Nackenschläge verteilen für die Stinkwolke gegen Ende. Ich hoffe, ich spoiler jetzt hier niemanden, aber Alter, was war das denn bitte? Freundchen da draußen. Ja, da lacht er. Ja, jedenfalls, was soll ich sagen? Chaos auf Deponia oder wie man es auch gerne nennt, Deponia 2 war ja, und es zeichnete sich vor allem daher, dass es der Nachfolger von Deponia 1 war und, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, es ist der Vorgänger zu Deponia 3. Nein. So, lass das mal sacken. Nein. Das zeichnet dieses Spiel einfach aus. Das war einfach das Tollste. Das muss man einfach sagen. Und wir haben ja auch unseren Vater getroffen. Und das Schlimme ist, der sah meinem Vater erstaunlich ähnlich. Das war auch, ich bin jetzt nicht Rufus, ich war ja nur der Penner außer Gosse, also wie im richtigen Leben quasi, da wurde ich halt 1:1 ins Spiel, auch mit Motion Capturing und so, also ich stehe auch den ganzen Tag nur rum und stinke, das ist quasi auch original übernommen, aber der Vater, ganz ehrlich, so Silberbart, so ein bisschen Senatormäßig, das kam auf jeden Fall hin. So, auf jeden Fall, ich will euch nicht allzu lange zuquatschen. Ihr sollt ja auf jeden Fall Chaos auf Deponia sollt ihr ja spielen. Ihr sollt das jetzt unbedingt anspielen. Ihr sollt ja gar nicht die Audiokommentare hören. Wieso hörst du hier eigentlich, wie lange nehme ich jetzt schon auf? 5 Minuten wieder? 6 Minuten? Du sollst das hier gar nicht anhören, du sollst das Spiel spielen. Oder hast du es vielleicht schon gespielt, dann spielst du normal. Weil bald kommt Deponia 3 raus, Goodbye Deponia. Wenn es nicht schon zu diesem Zeitpunkt rausgekommen ist, ich weiß es nicht. Wenn du es noch nicht gespielt hast, dann hol es dir doch und spiel das dann. So im Anschluss. Oder spiel die Trilogie. Bestimmt gibt es auch eine Trilogie. Poki, wird es eine Trilogie geben? Natürlich wird es eine... Ach so, ach, das ist der Audio. Ach, zur Trilogie, das sagt mir ja keiner. Ich werde hier in der Sprecherkabine geschickt, nimm das mal auf. Weißt du, dann muss ich hier quasi, ich habe das auch nicht vorbereitet, das merkt man vielleicht auch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dieser legal erworbenen Trilogie, die ihr hoffentlich guten Gewissens, um halt auch deutsche Spieleentwickler, renommierte deutsche Spieleentwickler, die Herz und Liebe und natürlich noch einen Schuss Brandy in ihre Produkte tun,
diese Leute zu unterstützen. Auch sie wollen ihr täglich Brot verzehren. Auch ihnen verlangt es nach einem Obdach, im Gegensatz zu mir, der ich stinkend in der Kanalisation wohne. Ja, was soll ich sagen? Viel Spaß beim Spielen weiterhin und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Spiel aus der meisterhaften Feder von Dedelic und natürlich auch von Poki. Erstmal wieder Schleimpunkte sammeln. So, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Goon. Ach, das ist ja alles schäbig hier. Ich stinke schon wieder. Oh Mist. Tschüss. Meine Güte, der hat aber ein Geltungsbedürfnis. Ja, großartig. Ja, Gronks erste Sprecherrolle, unfassbar. Und jetzt guckt mal, der ist ja sprechertechnisch mittlerweile ein Hans Dampf in allen Gassen geworden. Also, und hier mit Chaos auf Deponia müsste es dann so ziemlich angefangen haben. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Ja, und immer wieder Hut ab vor dem, was Gronk hier alles erreicht hat. Als Spielfigur verewigt in Deponia. Was kann man sich Schöneres vorstellen? Mit einer Stinkewolke. Und deswegen würde ich mal sagen, ich glaube, in dem Part werden wir jetzt auch nicht mehr allzu viel erreichen. Vielen Dank, Gronk, dafür, dass du uns so viel Zeit klaust. Sprechen wir einfach nochmal mit Gronk. Ja, komm. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du hier an der falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach. Das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, och bitte mach das nicht. Hey ho, Digger, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber... Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Na gut. Komm, lass uns erstmal Freestylen üben. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Er ist cool, beliebt und lässig, der Kickass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Style springt wie ein Alpaket? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Hey, hey, hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut, Penner. Ja, dass sich diese Let's Player immer in den Vordergrund drängen müssen. Unfassbar. Hut ab. Ich finde, das war somit die geilste Leistung einfach. Das Beatboxen, ich kann das überhaupt nicht. Ich lasse immer Google Beatboxen, als es noch ging. Das war auch eine witzige Geschichte. Aber ja, das war schon ziemlich genial, auf jeden Fall. Gut, aber egal. Gehen wir es einfach mal durch. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja, ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte.
Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Die Penner müssen essen, doch sie haben kein Essen. Gut. Bist du immer noch hungrig? Oh, und wie? Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich habe wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erkläre ich dir später. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey. Schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Aber echt? Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Ein unverbesserlicher Gutmensch sozusagen. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Henner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Genau. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar, was möchtest du wissen? Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Ach, du weißt ja gar nichts. Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses, seit jeher gehörte es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß, vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Ja, einen richtigen Luftsprung. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher genug und man munkelt. Man würde ganz... Mehr als... beim... Gut, nur dass wir das nochmal ganz gehört haben, weil ich es ja versehentlich vorgedrückt habe. Gut. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Ich riech dich später. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer.
Tja, Mensch. Wir sind auf Porta Fisco angekommen, aber ich glaube, es macht jetzt noch keinen Sinn, das hier großartig aufzurollen, oder? Ja, ich beende den Part einfach schon mal so. Ein Gronkh-Special-Part geht sozusagen zu Ende. Unfassbar, ja. Ja, man muss ja seinen ärmeren Let's-Player-Kollegen auch mal so ein bisschen unter die Arme greifen. Und das habe ich jetzt hiermit getan. Ich hoffe, er kriegt dadurch jetzt voll die Reichweite und, ihr abonniert ihn alle fleißig. Und, genau. Wir sehen uns, ne? Im nächsten Part von... Gut. Moment, was hat er gesagt? Moment, halt. Er hat ja gesagt, Deponia 1, Deponia 2 und dann Deponia 3 erst. Stimmt, dann ist das nicht gut bei Deponia, ist das Chaos auf Deponia. Danke, Gronkh, für diese Information nochmal. Wir sehen uns. Ciao.